Die Sonne scheint und Whisper ist mit Papa im Garten. Gleich kommt Larry, der Nachbarsjunge, zum Spielen. Whisper, drehst du mal bitte den Wasserhahn auf? Ruft Papa, der es sich auf dem Gartenstuhl gemütlich gemacht hat. Nicht weit vom Nachbarszaun entfernt steht der Rasensprenger bereit. Ich drehe ja schon, sagt Whisper. Ein starker Wasserstrahl schießt spritz aus dem Rasensprenger über den Zaun. Larry mitten ins Gesicht. Papa, ruft Whisper. Du hast Larry ganz nass gemacht. Er wird's überleben, sagt Papa und schließt die Augen für ein Nickerchen. Whisper läuft in die Küche, vorbei an ihrem Bruder Ralph. Er spielt lieber auf seinem Computer, als draußen zu sein. Hallo, Ralphie! Ist es dir hier in der Küche nicht zu warm? Nenn mich nicht Ralphie, sagt ihr Bruder und schaut weiter auf den Bildschirm. Wieso? Das ist doch dein Name. Sonst weißt du doch gar nicht, dass ich mit dir rede. Whisper hat großen Durst. Sie öffnet den Kühlschrank. Nanu? Vor ihr stehen plötzlich zwei kleine Pinguine. Oh, hallo ihr zwei. Psst, ich bin Whisper. Willkommen bei mir zu Hause. Die Pinguine hüpfen aus dem Kühlschrank heraus und geben fröhliche Laute von sich. Wer seid ihr denn? Fragt Whisper. Hallo Whisper, wir kommen aus der Eiswelt, sagt Mama Pinguin. Da wird's euch aber hier ganz schön warm werden. Whisper lacht. Was macht ihr in unserem Kühlschrank? Wir brauchen deine Hilfe, Whisper. Bei uns zu Hause geht's drunter und drüber. Alle Babys spielen Verstecken und... Aber dein Baby ist doch hier, sagt Whisper. Schon watschelt Baby-Pinguin los in Richtung Garten. Whisper läuft Baby-Pinguin hinterher. Das ist aber ein niedlicher kleiner Pinguin. Wo willst du denn hin, mein Kleiner? Ich glaube, ich bring dich erst einmal in Sicherheit. Hier in der Badewanne kann dir nichts passieren. Bis gleich! Im Wasser fühlt der kleine Pinguin sich wohl. Da entdeckt er die Quietscheente und freut sich. Gelber Pinguin! Ruft er begeistert. Whisper eilt zurück in die Küche. Deinem Baby geht es gut. Es sitzt in der Badewanne und spielt noch ein bisschen. Mama Pinguin nickt. Aber dann macht sie ein besorgtes Gesicht. Weißt du, Whisper, wenn die kleinen Pinguine bei uns zu Hause spielen, gibt's jedes Mal ein riesiges Kuddelmuddel. Ihre Mamis können sie dann nicht mehr voneinander unterscheiden und finden ihre Kinder nicht wieder. Was hört Whisper da? Das muss sie sich sofort anschauen. Psst, Augen fest zu. Whisper eilt herbei und hilft im Nu, singt sie. Und schon wirbelt sie mit Mama Pinguin in einem bunten Zaubernebel durch die Luft. Und gemeinsam reisen sie in die Eiswelt. Oh, wie herrlich! Wie hier alles glitzert und eisig funkelt. Alle Pinguinbabys spielen fröhlich im Schnee und haben viel Spaß. Siehst du, Whisper? Wie soll eine Mama hier ihr Baby wiederfinden? Mama Pinguin seufzt. Kein Wunder, denkt Whisper. Die Babys sehen sich auch wirklich zum Verwechseln ähnlich. Da fällt ihr eine gute Freundin ein, die ihr sicherlich helfen kann. Liebe Pinguine, schließt die Augen! Dann ruft Whisper Gerti, die Giraffe, herbei. Gerti, kannst du mich hören? Ja! Antwortet Gerti. Und schon steht Gerti mit dem kleinen Vogel Otis neben Whisper. Whisper erzählt den beiden Freunden, die in der fernen Wüste zu Hause sind, was bei den Pinguinen los ist. Oh, was für süße Pinguinbabys, ruft Gerti entzückt und reckt ihren langen Hals. Aber ich verstehe. Selbst von hier oben kann ich die Babys nicht auseinanderhalten. Ja, und ich die Mamas auch nicht, ergänzt Otis und schüttelt den Kopf. Wo ist eigentlich mein Baby? Fragt plötzlich Mama Pinguin.
da fällt es ihr wieder ein. Es ist ja noch bei Whisper zu Hause. Währenddessen planscht Babypinguin immer noch quietschvergnügt in der Badewanne, bis es, hops, aus der Wanne hüpft, um sich ein bisschen umzuschauen. Alle Pinguine stehen nun beieinander. Gertie und Otis staunen. Und die heißen alle Baby? Wundert sich Otis. Und ihre Mamis heißen alle Mama? Da haben die drei Freunde eine Idee. Liebe Pinguine, ruft Whisper, ihr braucht unterschiedliche Namen. Genau, versucht es mal mit Polly oder Pete, schlägt Otis vor. Die Pinguin-Mamas schnattern aufgeregt durcheinander. Pete, Polly, Patsch. Ja, weiter so. Pauli, Penny, Pip. Jetzt wissen Pete-Mama, Polly-Mama und Patsch-Mama und die anderen Mamas genau, wer ihre Babys sind. Alle sind glücklich. Auch Gertie und Otis. Aber langsam wird den beiden kalt. Also reisen sie zurück in die warme Wüstenwelt. Und wir beide holen jetzt dein Baby, sagt Whisper zu Mama Pinguin und winkt den anderen Pinguinen zum Abschied fröhlich zu. Psst, Augen fest zu. Whisper und Freunde halfen im Nu. Da ist ein Pinguin im Garten. Danke, Ralphie. Ich weiß. Aber im Garten ist Baby-Pinguin nicht zu sehen. Dafür hören Whisper und Mama Pinguin von nebenan Larrys Mutter rufen. Larry, was macht denn der Pinguin bei uns? Aber Larry steht schon am Zaun und hebt den Kleinen vorsichtig in die Höhe. Erleichtert hopst Baby zu seiner Mama in Whispers Garten. Jetzt wollt ihr bestimmt nach Hause, oder? Fragt Whisper ihre beiden neuen Freunde. Ja, Whisper, das wollen wir, sagt Mama Pinguin. Aber eines möchte ich dir noch verraten. Mein Baby heißt ab heute Peggy. Whisper nickt begeistert. Auf Wiedersehen, Peggy und Mama Peggy, flüstert sie. Und kommt mich bald mal wieder besuchen. Whisper? Fragt Mama. Ist noch Saft im Kühlschrank? Nein, nur ein paar Pinguine, sagt Whisper und lacht.